Oh, Alex, was ist los? Hast du Hunger? Brauchst du eine neue Windel? Oder hättest du gerne einen Plastikschnulli? Heute geht es um Nachhaltigkeit mit Kind. Kinder sind ein ziemlich großes Müllproblem. Also, was so an Müll anfällt, wenn man ein Baby hat, ist ziemlich krass, oder? Das stimmt. Man sagt, dass ein Kind so 4.000 bis 6.000 Windeln braucht. Richtig. Wenn man es wirklich lange wickelt und je nachdem, wie oft man es auch wickeln muss. Und das ist halt einfach ein riesengroßer Müllberg. Ja, das BUND hat auch gesagt, in manchen Städten ist der Anteil an Müll von Windeln irgendwie so 10%. Also 10% von dem ganzen Müll machen nur Windeln aus. Ja, das stimmt. Heftig. Das ist übrigens Anke. Sie hat einen Blog, der heißt Wasteless Hero, wo es darum geht, möglichst Zero Waste zu leben. Ja. Und du hast ja auch ein 1,5 Jahre altes Kind, ne? Genau, das stimmt. Gerade beim Kind war mir super wichtig irgendwann, nachhaltig zu sein, gerade weil ich auch mal gelesen habe, dass in den Standardwindeln, die man so kennt, sind halt oft Schadstoffe drin und auch in vielen anderen Sachen, die man so benutzt, Babyöl und alles andere, Plastikschnullis, sind auch sehr viele Schadstoffe drin. Na gut, dann werde ich mir kein Plastikschnulli mehr nutzen und du hast ja auch noch irgendwie weitere Tipps dabei. Genau, ich habe einmal einen Tipp dabei, wie du einen Nicht-Plastikschnulli nutzen kannst und noch 5 weitere Tipps. Okay, die zeigen wir euch jetzt. Kleidung und Spielzeug Secondhand kaufen. Das hat Vorteile für einen selber, nämlich man spart Geld und man muss sich nicht so viel Gedanken machen, was braucht man jetzt wirklich. Und vor allen Dingen ist es super für die Umwelt, weil nichts Neues produziert wird. Und die Sachen sind meistens so gut, dass sie immer noch weiterverwendet werden können für 4, 5 Kinder. Wir haben zum Beispiel Freunde gefragt und eine befreundete Familie hat uns alle Klamotten von der ihr Kind gegeben und auch das Spielzeug, weil das Kind ist 1,5 Jahre älter als unseres. Das passt perfekt. Ihr könnt Secondhand auch bei eBay oder Mami Kreisel, beides Apps, könnt ihr auch super Sachen bekommen. Da haben wir unseren Fahrradsitz zum Beispiel her. Dann gibt es überall Kinderflohmärkte, wo ihr Sachen bekommt vom Baby bis zum Kind, was über 10 Jahre alt ist. Oder wirklich auch, wenn das Kind im Kindergarten ist oder in der Grundschule, auch einfach da mal bei den Eltern fragen, was die so haben. Und irgendwie hat auch jeder eine WhatsApp-Gruppe mit irgendwelchen Eltern drin. Da kann man auch immer mal schreiben. Ich brauche gerade einen Schneeanzug, haben wir auch gemacht. Zack, hatten wir 3 Stück gebraucht für 2 €. Es gibt tatsächlich Sachen, die auch wir neu gekauft haben für unser Baby. Das war einmal eine Trinkflasche aus Metall mit passenden Kautschuksaugern. Ich wusste bis vor 2 Jahren gar nicht, dass es Metallflaschen auch für Kinder gibt, die unterschiedliche Sauger haben. Ist perfekt, weil die sind halt nicht aus Plastik, sondern aus Metall und aus Kautschuk. Und lieber Alex, es gibt auch Schnuller aus Kautschuk mittlerweile, die benutzen wir auch. Und eine Dose könnt ihr natürlich auch neu kaufen. Die meisten Leute haben eine Dose. Wir haben auch alte Plastikdosen, wo wir schon mal was für Herrn Baby mitnehmen. Und wie bei allen Eltern gilt, nimmt für das Kind immer ausreichend Getränke und Essen mit, damit man gut durch den Tag kommt. Eingangs haben wir ja darüber gesprochen, was für ein unfassbar riesiger Müllberg entsteht, wenn man sein Kind täglich mit Wegwerfwindeln wechselt. Da wollten wir auch für eine Lösung haben, deshalb nutzen wir bei Herrn Baby Stoffwindeln. Die sind, wie schon gesagt, aus Stoff, da gibt es unterschiedliche, die kann man waschen, die sind genauso dicht wie Wegwerfwindeln, außer nachts, okay. Die kann man auch mal weiterverkaufen, die können von mehr als 2 Kindern benutzt werden und damit reduziert ihr diesen riesen Müllberg ungemein. Wenn das für euch noch zu herausfordernd ist, dann könnt ihr zum Beispiel auch Ökowindeln nehmen, gibt es auch von unterschiedlichen Marken. Da fehlen halt oder da sind halt nicht diese ganzen Schadstoffe drin, die in den Standardwindeln drin sind, die man so kennt. Wir nutzen momentan die Stoffwindeln nachts nicht bei Herrn Baby, weil er einfach wach wird, haben wir gemerkt, wenn die zu voll sind mit diversen Flüssigkeiten. Deshalb nutzen wir nachts auch ab und an noch so eine Ökowindel, die halt auch zum Wegwerfen ist. Eine Sache, die ich wirklich mega geil finde mittlerweile mit unserem Herrn Baby, ist, wir fahren mit dem Zug in den Urlaub. Wir sind früher oder ganz am Anfang schon mal 2, 3 Stunden mit dem nach Belgien gefahren und das war eine super Herausforderung, weil der irgendwann angefangen hat zu weinen im Auto und man kann dann ja einfach nicht dahin und in dem Auto rausnehmen und irgendwie schütteln oder stillen oder was weiß ich nicht was. Und dann haben wir entschieden, wir fahren mit der Bahn, weil da ist man einfach super frei. Das Baby oder das Kind kann durch die Gänge laufen, es kann spielen und die meisten Leute sind auch super offen gegenüber Kindern, auch wenn man die erste Klasse bucht, das haben wir nämlich auch getestet. Und die spielen dann sogar damit oder lesen auch schon mal mit dem Kind. Das ist halt super cool. Nehmt auch was zu essen und zu trinken mit, gerade bei Bahnfahrten, die so 4, 5 Stunden lang sind. Und am besten auch was zum Spielen, wenn das Kind halt älter ist, damit da auch ein bisschen mehr Action ist, als durch den Zug zu laufen. Weil ansonsten seid ihr nach 2 Stunden richtig fertig, weil ihr 20 Kilometer durch den Zug hin und her gelaufen seid. Damit wir unseren Kindern auch schon mal zeigen können, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen, ist ein sehr geiler Tipp, finde ich, dass man mit dem Kind mal so kleine Gärtnerprojekte macht. Weil es ist ja einfach so,
dass wir meistens die Sachen im Supermarkt einkaufen oder auch auf dem Wochenmarkt oder im Unverpacktladen. Aber da sind halt auch die fertigen Lebensmittel schon. Das heißt, das Kind sieht irgendwie gar nicht mehr, wo die Sachen herkommen. Meine Eltern haben das so gemacht, die waren mit mir auf dem Ökobauernhof früher beim Tag der offenen Tür. Wir waren da auch mal auf dem Feld Erdbeeren sammeln. Wenn ihr jetzt keinen Ökobauernhof in der Nähe habt oder nur eine kleine Wohnung, könnt ihr trotzdem kleine Gärtnerprojekte machen, indem ihr zum Beispiel einfach mal eine Tomatenpflanze auf dem Balkon aussät oder auch einfach in der Küche kleine Kräuter. Kresse ist so das typische Beispiel, was man auch in der Grundschule macht, jeder irgendwie. Oder ihr setzt mal eine Frühlingszwiebel in Wasser, die wächst dann nach. Wenn ihr einen Garten habt, ist natürlich noch viel geiler. Sät einfach vielleicht mal Salat ein oder macht ein Hochbeet, weil der Salat, der wächst super schnell. Da sieht das Kind halt in kurzer Zeit, wie halt ein Lebensmittel wächst, finde ich super geil. Wir hatten früher bei uns im Garten unsere kleinen eigenen Bereiche, wir Kinder, und wir durften da Erdbeeren und sowas pflanzen. Das war halt auch super cool, mal zu sehen, ach, die Erdbeerpflanze wächst und ich kann die so abpflücken. Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps, Anke. Ich habe keine Ahnung, wann ich sie jetzt nutzen werde, aber bestimmt hat irgendwer von euch kleine Geschwister oder selber schon ein Kind und kann die dann anwenden. Ja, und vor allen Dingen wichtig, wenn ihr noch Tipps habt, kommentiert die gerne, weil auch ich kann noch mehr lernen und ich will einfach auch wissen, wie ihr so nachhaltig mit Kind umgeht. Eine allerletzte Sache, die ich euch noch mitgeben will, ist nämlich ganz einfach, Alex, auch für dich ganz einfach nachzumachen. Wenn ihr eh schon ein bisschen nachhaltig lebt, dann macht's mit eurem Kind auch. Ich kaufe meine Sachen auch schon länger Secondhand, also machen wir es beim Kind einfach auch. Essen und Trinken nehme ich mir auch mal mit, sonst werde auch ich richtig sauer. Okay. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Anke, dann schaut bei ihrem Blog vorbei, wasteshero.com oder auf Social Media, also Instagram, genau. YouTube, ja. Facebook, ja. Hast wahrscheinlich alles. Ne? Alles. Boah, Alex, was ist denn jetzt schon wieder los? Willst du vielleicht mal kommentieren? Ich glaube, ich würde lieber den Kanal abonnieren. Oder sollen wir vielleicht liken? Oder auf die Glocke drücken? Ja, dann machen wir das. Gut, das machen wir doch. Und immer dran hinten. Lass mal nachhaltig.